Wir sind die integrierte Gesamtschule Vier Tore in Neubrandenburg. Die Schule befindet sich in der Südstadt, nicht weit vom Tollensesee. Die Schule existiert hier in diesem Standort seit dem Jahre 2009. Sie wurde in einem neu sanierten Schulgebäude untergebracht und beherbergt zurzeit etwa 650 Schülerinnen und Schüler, die die Klassenstufen 5 bis 12 besuchen. An unserer Schule arbeiten 46 Kolleginnen und Kollegen sowie zurzeit etwa 5 Referendare. Die Ausstattung der Schule ist räumlich sehr vielfältig. Es gibt eine ganze Reihe von Lehrerzimmern und Lehrerarbeitszimmern, da für uns wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Schule ihre Arbeit verrichten können. Für die Kinder gibt es Werkräume bzw. AWT-Räume, in denen Holzbearbeitung bzw. Plastikbearbeitung durchgeführt werden kann. Wir haben naturwissenschaftliche Kabinette, genau 4, in denen nicht nur der fachübergreifende naturwissenschaftliche Unterricht, sondern auch Physik, Biologie oder Chemie unterrichtet wird. Darüber hinaus gibt es Fachkabinette in Kunst, in Informatik natürlich und es gibt in den Bereichen der Ganztagsbetreuung unter anderem den Raum der sogenannten Funkbude, in der die Kinder funken lernen. Weitere Fachkabinette sind zum Beispiel der Musikraum, in dem in einem gesonderten Raum die Schüler das Keyboard-Spielen erlernen können. Dort finden sie aber auch Instrumente wie zum Beispiel Cajons, wie Gitarre oder wie ein ganz normales Klavier. Die normalen Klassenräume sind vollständig ausgestattet mit Internetzugang und in der Regel mit Beamern und PCs. Zunehmend erfolgt jedoch der Austausch der Tafeln Schritt für Schritt im Verlauf dieses Schuljahres zu interaktiven Boards, an denen der Lehrer schreiben kann, aber an denen auch sämtliche digitale Ausstattung und Umsetzung des Unterrichtes erfolgen kann. Ein weiterer Punkt ist die Lehrküche. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, das Kochen, Backen zu erlernen. Die Schule ist behindertengerecht ausgestattet, verfügt über mehrere Fahrstühle, sodass also auch Rollstuhlfahrer alle Räumlichkeiten in der Schule erreichen können. Ich habe in Greifswald Lehramt studiert und habe mich nach meinem Studium dafür entschlossen, wieder zurück zu meiner Familie zu gehen. Ich habe das Referendariat hier an der EGS in Neubrandenburg begonnen mit ganz viel Freude, denn ich habe Fehler gemacht in meiner Ausbildung. Der eine Stundeneinstieg, der war furchtbar und ich dachte schon in der Stunde kriegt man Panik und denkt sich, oh Gott, jetzt kriegt man Make-up von der Mentorin. Und hier war das an der Schule nicht so. Ich habe Feedback bekommen, auch positives Feedback und dann wurde nur gesagt, probier dich anders mal. Also nicht immer nur das eine oder das andere, sondern ich habe so eine konstruktive Kritik bekommen, die mir viel geholfen hat. Und das war permanent in meinem Referendariat so, dass ich tatsächlich hier geblieben bin an der Schule. Und jetzt hier selber auch Mentorin bin für Referendare. Und ich glaube, wir machen unsere Arbeit hier sehr gut, denn alle Referendare sind bis jetzt geblieben. Ich finde es hier an der Gesamtschule IGS Vier Tore sehr schön, dass wir Schülerinnen und Schülern mit den verschiedensten Hintergründen und Vorerfahrungen sämtliche Schulabschlüsse inklusive des Abiturs ermöglichen. Dies spiegelt sich auch in der Dankbarkeit der Schüler uns gegenüber als Lehrer und Lehrerinnen wider. Und deswegen gehe ich morgens gerne zur Arbeit.